Dieses Kapitel wird Ihnen präsentiert von Die Steiermark 20 Jahre innerhalb der Europäischen Union hat pro Jahr 2600 zusätzliche Arbeitsplätze für die Steiermark gebracht, 2,5 Milliarden an Förderungen für die Steiermark und die Steiermark hat sich in diesen 20 Jahren zur zweitinnovativsten Region Europas hochgearbeitet. Nach Baden-Württemberg gehört die Steiermark mit einer sehr hohen F&E-Quote zu den innovativsten Regionen Europas. Es ist ein Europa der Regionen. Das bedeutet, innerhalb von 274 Regionen ist die Steiermark sehr gut unterwegs. 94% aller Mittel der Europäischen Union werden in unseren Gemeinden und Regionen ausgegeben. In der Steiermark haben wir die Situation, dass jeden Arbeitstag 1 Million Euro an EU-Förderungen in die Steiermark kommt. Ja? Wir reden immer vom Nettozahler in Österreich. Aber alleine die Erweiterung der Europäischen Union, der Euro und Schengen hat in den letzten 20 Jahren dazu geführt, dass wir ein Vierfaches vom Nettomitgliedsbeitrag an volkswirtschaftlichem Nutzen nur in den Erweiterungsländern wieder zurückbekommen. Die Steiermark ist in der Mitte Europas. Wenn man sich anschaut, wirklich 1989 und die Jahre danach gab es den Eisernen Vorhang. Die Steiermark, Österreich war wirklich an den Rand gedrängt. Jetzt sind wir nicht einmal mehr Schengen-Außenraum. Das bedeutet, die Steiermark und Österreich sind zentral, sind im Herzen Europas. Und das ist natürlich auch eine Chance für Österreich, für die Steiermark, weil wir auf der einen Seite die Nähe zum Westen haben, also zu den geografisch westlichen Staaten. Das bedeutet aber auch, wir sind historisch verbunden mit den südosteuropäischen Ländern, wir sind mit den angrenzenden Ländern an Österreich historisch verbunden und können so unsere Chancen nützen. Das hat auch die Steiermark in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich gemacht. Die Steiermark ist ja ein bisschen anders immer gewesen als andere österreichische Regionen, weil wir schon zu Zeiten der Nachkriegszeit uns ja sehr um die Partnerschaft zu unseren Nachbarn angenommen haben. Stichwort Alpe Adria. Im ehemaligen Jugoslawien haben wir schon versucht, damals die Kontakte zu pflegen, insbesondere dann zu Slowenien und zu Kroatien. In den Erweiterungsschritten Westungarn war für uns immer ein Partner in dieser Alpe Adria Allianz und natürlich auch Norditalien. So gesehen hat es für uns immer kulturell schon eine Gemeinsamkeit gehabt. Insgesamt hat uns die Osterweiterung, glaube ich, schon genutzt. Wir haben als Steiermark seit dem Beitritt in etwa 77.000 zusätzliche Arbeitsplätze dazu bekommen, wovon man davon ausgehen kann, dass rund 2.600 jährlich, also in etwa zwei Drittel dieser 77.000 Arbeitsplätze, unmittelbar mit dem EU-Beitritt Österreichs zusammenhängen. Und manche wirtschaftliche Chancen haben wir in diesen Regionen auch genutzt, wenngleich in manchen Branchen natürlich der Druck auch auf heimische Unternehmungen und damit auf Arbeitsplätze riesig geworden ist. Das will ich gar nicht verheimlichen. Es hat die Bauwirtschaft ihre Probleme, es hat das Transportwesen seine Probleme, Stichwort Ausflaggen und ähnliche Themenstellungen. Aber insgesamt hat es der Steiermark, glaube ich, sehr, sehr genutzt, dass Österreich beigetreten ist und die Osterweiterung haben wir, glaube ich, ganz gut bespielt. Nicht, nicht nur unsere Banken, sondern im Export haben wir das nutzen können und auch in den Direktinvestitionen ist ja Österreich und in manchen auch die Steiermark der größte Foreign Direct Investor. Das ist schon ein Kompliment auch an die Wirtschaftskraft unseres Landes. Das Land Steiermark hat 2011 als erstes Bundesland Österreichs eine sogenannte Europavision 2020 erarbeitet und wurde mit großer Mehrheit vom Landtag Steiermark beschlossen. Diese Europavision, wie schon der Name sagt, 2020, beinhaltet vier Kernstrategien, die eine Handlungsanleitung für die Verwaltung auf der einen Seite sind, aber natürlich auch für Europa-Interessierte zeigen soll, was tut die Steiermark? Was sind die Aufgaben, die wir in den nächsten oder in diesen Jahren zu erfüllen haben? Was ist umzusetzen? Und hier gibt es eben vier Kernstrategien. Die steirische Botschaft in Brüssel ist sozusagen das Ohr und die Stimme der Steiermark in Brüssel.
Das heißt, die Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Brüssel ist es, gut vernetzt zu sein in den europäischen Institutionen und dadurch frühzeitig Informationen zu bekommen über Entwicklungen in der Europäischen Union, die von Relevanz sein können für die Steiermark. Wenn das der Fall ist, dann wird Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Stellen, mit den Akteuren in der Steiermark und es wird herausgearbeitet, ist es tatsächlich relevant für die Steiermark und wenn ja, was ist die steirische Position? Und wenn es dann eine steirische Position gibt, dann ist es wiederum die Aufgabe des Brüssel-Büros, die an die richtigen Stellen zu bringen, in den europäischen Institutionen, aber auch in Verbindung mit anderen Akteuren. Wo gibt es zum Beispiel Regionen, die ähnliche Interessen haben wie wir? Mit denen nehmen wir dann Kontakt auf, weil das ist eine Erfahrung aus 20 Jahren EU-Mitgliedschaft. Als eine Region hat man einen gewissen Einfluss. Wenn man viele verschiedene Akteure, Regionen aus anderen Ländern zusammenbringt und gemeinsam eine Lobbying-Strategie zu einem Thema hat, dann ist der Effekt auf europäischer Ebene umso größer. Und hier können wir auch ganz stark unser internationales Netzwerk nutzen, unsere Kernstrategie internationale Kontakte. Also wir haben ganz viele Partnerregionen, vor allem innerhalb der Europäischen Union. Und wenn wir zu einem bestimmten Thema Ideen, Anliegen haben, dann versuchen wir immer, unsere Partnerregionen mitzunehmen und einzuladen, die gemeinsame Interessen haben, hier auch mit uns gemeinsam mitzuwirken. In Brüssel sind mehr als 300 europäische Regionen vertreten, einfach aus dem Grund, weil viele Regionen der Meinung sind, sie wollen direkt Kontakt mit der EU-Kommission haben, mit den europäischen Institutionen und das ist sehr einfach möglich. Das heißt, wir können beispielsweise als Steiermark unsere eigenen legitimen Interessen direkt in Brüssel vertreten und mit den entsprechenden Stellen, zum Beispiel in der EU-Kommission, direkt in Kontakt treten. Wir haben im Wesentlichen drei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, wir sind quasi der steirische Radarschirm in Brüssel. Das heißt, wir schauen, welche Entwicklungen finden statt, in welche Richtung entwickelt sich die Union und was könnte unmittelbar die Steiermark betreffen. Das ist einmal die Hauptaufgabe. Das heißt, wir reporten an unsere Landesdienststellen in der Steiermark, informieren die über aktuelle Beschlüsse in der EU-Kommission und über zukünftige Entscheidungen, die beispielsweise im Parlament getroffen werden. Das ist der erste große Bereich. Der zweite Bereich ist die Repräsentation der Steiermark hier in Brüssel. Das heißt, wenn unsere Regierungsmitglieder oder der zuständige Europalandesrat nach Brüssel kommt, wenn wir Kunst- und Kulturveranstaltungen hier haben und einfach die Steiermark auch in Brüssel vorstellen wollen oder im Rahmen von Veranstaltungen Netzwerke knüpfen wollen, dann ist das der beste Ort dafür. Und die dritte Geschichte ist, wir begleiten einfach unsere steirischen Politiker, im Wesentlichen Regierungsmitglieder oder Clubobleute, wenn sie hier Delegationsreisen unternehmen, die organisieren wir meistens, wo wir einfach dann die direkten Kontakte zu Kommissaren oder zu anderen Entscheidungsträgern in Brüssel herstellen, um einfach die bestmöglich unsere steirischen Interessen zu vertreten. Unter unserer Kernstrategie 2 EU-Know-how verstehen wir, dass wir für alle Fragen zum Thema EU und hier ganz besonders auch EU-Recht der erste Ansprechpartner in der Steiermark sein möchten. Die EU hat über 18.000 geltende Rechtsakte, über die hat naturgemäß niemand so ganz den Überblick, aber viele davon betreffen mittelbar oder sogar unmittelbar die Steiermark. Unsere Aufgabe ist es, beratend tätig zu sein für die Verwaltung des Landes Steiermark, wenn sie im Vollzug Probleme oder Fragen zum Thema EU und EU-Recht haben, für die Politik, ganz stark etwa im Bereich der Gesetzgebung, also ist das steirische Landesrecht EU-konform, gibt es neue Anpassungserfordernisse durch neue EU-Rechtsakte oder durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs. Dann müssen wir beraten, wie die steirische Landesgesetzgebung dem anzupassen ist. Wir führen oder koordinieren Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und sind auch hier beratend tätig, gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt. Aber wir bieten auch Beratung in EU-rechtlichen Angelegenheiten für die allgemeine Öffentlichkeit. Das hängt eng mit unserer Kernstrategie EU-Kommunikation zusammen, wo wir auch ein EU-Bürgerinformationsbüro sind. Und wir haben fast täglich Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern,
die Fragen zum Thema EU und EU-Recht haben, aus der ganz persönlichen Geschichte. Oft hat das mit persönlicher Mobilität zu tun. Also ich ziehe vom Staat A in den Staat B. Wo muss ich mich melden? Was darf ich mitnehmen? Darf ich das Auto mitnehmen? Muss ich das ummelden? Etc. Und all diese Dinge versuchen wir abzudecken über unsere Kernstrategie EU-Know-how. Kernstrategie 3, internationale Beziehungen. Die Steiermark war schon in Zeiten des Eisernen Vorhangs sehr erfolgreich, wenn es darum ging, Kontakte zu knüpfen mit dem früheren Jugoslawien, mit dem südosteuropäischen Raum. Es gab viele Kulturprojekte im sogenannten Trigon-Raum, das ist das obere Italien, ehemaliges Jugoslawien, Ungarn. Hier gibt es aus der Tradition heraus der letzten Jahre viele Kooperationen, viele internationale Beziehungen. Die Steiermark hat in Summe über 30 Partnerschaften, 30 internationale Beziehungen. Die Schwierigkeit ist es natürlich, diese internationalen Beziehungen entsprechend auch zu pflegen, dass man einfach die Kooperation mit diesen Regionen vorantreibt. Der Landtag Steiermark hat eine eigene Strategie für unsere internationalen Beziehungen beschlossen. In dieser Strategie ist festgehalten, wie wir diese Kooperation leben sollen, wie wir sie pflegen sollen. Und hier ist ganz klar festgehalten, dass die Stärkefelder, ob das jetzt Wirtschaft, Tourismus, jugendlicher Bereich, Wissenschaft ist, diese Kooperationen gilt es entsprechend zu pflegen. Und hier haben wir über das Europaressort auch definiert, welche Kooperationen möchten wir in den nächsten Jahren forcieren. Diese internationalen Kontakte sind sehr stark, natürlich wie schon gesagt, in den südosteuropäischen Raum, aber auch die Steiermark hat mit chinesischen Regionen Kooperationen, sehr stark mit dem russischen Raum und sogar mit Südkorea eine Kooperation. Kernstrategie 4. Europa kommunizieren. Wir sehen uns als Verwaltungseinheit nicht als verlängerter Arm oder als Medienstelle der Europäischen Union. Ganz im Gegenteil. Unsere Aufgabe sehen wir darin, dass wir die Steirerinnen und Steirer informieren, was Entscheidungen auf europäischer Ebene für sie bedeuten. Es gibt derzeit über 18.000 Rechtsakte innerhalb der Europäischen Union. Das ist ganz klar sehr, sehr schwierig zu analysieren für die Einzelnen, für die Steirerinnen und Steirer sehr schwer nachzuvollziehen, was bedeutet das für mich unmittelbar. Und das ist unsere Aufgabe, jetzt herauszufinden, was bedeuten diese Rechtsakte für die Steiermark in der Umsetzung. Aber unsere Aufgabe ist es auch zu einem frühen Zeitpunkt mit unserem Steiermark-Büro in Brüssel, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Brüssel zu erkennen, welche Auswirkungen haben Rechtsakte auf die Steiermark und bereits eine, unter Anführungszeichen, Lobbying-Arbeit im Positiven für die Steiermark zu absolvieren. Unsere Aufgabe ist es, innerhalb der Verwaltung über unsere Homepage www.europa.steiermark.at und über ein eigenes von der Kommission mitfinanziertes Programm, das sogenannte Europe Direct, Steirerinnen und Steirer zu informieren. Wir haben in der Europastrategie auch einen Schwerpunkt gesetzt auf Jugend. Dieser Schwerpunkt bedeutet in unserer Kommunikation, dass wir Schülerinnen und Schüler der Steiermark einladen, nicht nach Wien, wie es bisher immer üblich war, sondern nach Brüssel zu reisen oder nach Straßburg oder nach Luxemburg. Das bedeutet in eine der drei Hauptstädte der Europäischen Union. Aus unserer Sicht ist es viel wichtiger, vor Ort zu sein, vor Ort zu erleben, wie kommen Rechtsakte zustande, wer sind unsere Vertreter in Brüssel, in Luxemburg, in Straßburg. Direkter Kontakt mit den Jugendlichen, mit den Schülerinnen und Schülern, aber wir versuchen auch mit Lehrlingen ein eigenes Programm zu erarbeiten, dass auch die Lehrlinge die Chance haben, innerhalb der Europäischen Union zu reisen und diese Europäische Union auch zu erleben. Noch einmal, unsere Aufgabe ist es nicht, verlängerter Arm oder Kommunikationsagentur der EU zu sein, sondern für die Steirerinnen und Steirer ihre Anliegen herauszuarbeiten.